zum Mittelmann tanzt, zu unserer dritten Woche. Zwei Bouncer auf einem Fuß abhalten. Eins, zwei, 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 eins, zwei. Als nächstes besteht der Schritt aus einem gestreckten Bein, das immer nach außen geflext wird. Nach außen gehoben, nach außen gehoben, nach außen gehoben, nach außen gehoben. Wie wir das eben schon hatten, nutzen wir zwei Bounce, um eine Flexion im Bein stattfinden zu lassen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Das sieht jetzt erstmal recht langsam aus. Aber der Charleston ist ja an sich immer zu einer sehr schnellen Musik getanzt. Das heißt, im Endeffekt ist es dann das. Mit diesem Schritt wollen wir eine Illusion erwecken. Und zwar diese, dass es ausschaut, als hätten wir nur ein Bein anstelle von zwei. Das heißt, jetzt würde das Bein von hier ohne Stopp auf die andere Seite wechseln. Als würde man das Bein durchziehen. Dazu müssen wir schauen, wie wir die Füße und das Gewicht auf den Boden wechseln. Dazu komme ich mal etwas näher her zu euch. So, ihr seht jetzt meine Füße und achtet mal darauf, wo das Standbein steht. Das Standbein ist immer das, auf dem unser Gewicht komplett lastet. Das andere Bein nennen wir Spielbein, weil damit können wir alles machen, was wir wollen. Damit können wir eben spielen. Ich versuche nun, dass mein Standbein, was ja mit jedem zweiten Bounce wechselt, immer auf derselben Stelle steht. Das heißt, nach zwei Hüpfern landet das andere Bein auf genau demselben Platz. Wir haben 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, ich versuche wirklich so gut es geht, den Fuß immer auf derselben Stelle abzusetzen. So, diese Pendelbewegung sieht im Endeffekt dann so aus. Ihr könnt die Arme mit nach unten nehmen, ihr seid aber auch frei,
kontrollieren. Und damit noch ein bisschen mehr Bewegung in die ganze Geschichte zu bringen. Den nächsten Punkt, den wir hatten, war, dass ich auf dem höchsten Punkt mein Bein gebeugt habe im Knie und wieder an das andere Bein, an das Standbein herangezogen habe und dann erst abgesetzt. Also 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, das sieht dann folgendermaßen aus. Wichtig hierbei ist es, dass ihr wirklich versucht, das Bein gestreckt herauszuführen. Ich strecke mein komplettes Bein durch, während ich es in die Luft abhebe und beuge es erst zum späteren Zeitpunkt. Streck, beug. Andere Seite mache ich genauso. Hopp. Streck, beug. Streck, beug. Und das könnt ihr eben variieren.